Hallo Wilde Motion Fans, ihr seid heute zu Gast bei Firma Comsport in Köln. Wir haben hier zurzeit das aktuelle Rad von Till Schramm, einem Profi-Triathleten hier aus Köln. Wie man sieht, ist das jetzt sein Bergrad. Ja, das heißt, das Rad ist nochmal ungefähr 2 Kilo leichter als ein normales Triathlonrad. Die Besonderheiten sind, es ist ein aerodynamischer Rahmen, das Specialized Venge in Rahmengröße 56. Der Till ist um die 1,85 groß. Die erste Besonderheit, die wir jetzt bei dem Rad sehen, klar, die Hochprofil-Laufräder. Das nächste, was auffällt bei dem Rad, der Till fährt auf jeden Fall mit Leistungswattmesssystem von SRM. Die Sattelstütze ist relativ radikal gerade eingestellt, das heißt der Nachsitz, das ist der Abstand vom Tretlagermitte bis zur Sattelspitze, ist auch relativ weit über dem Tretlager. Das werden wir uns gleich anschauen, ob das so passt. Das nächste, was erstmal bei dem nackten Rad auffällt, dass die Sitzlänge, der Abstand zwischen Sattelspitze und Bremsgriffen erstmal relativ lang wirkt. Das aber jetzt einfach nur aus reiner Theorie heraus. Die Kraftübertragung beim Radsport läuft vom Knie über das Sprunggelenk, vom Sprunggelenk über das Längsgewölbe, dann ins Quergewölbe. Aus diesem Grund nutzen wir die Anatomie des Fußes, indem wir das Großzehengrundgelenk und das Kleinzehengrundgelenk palpieren. Wichtig ist, dass der Schuh im Vorfuß an unterster Position steht. Das heißt, nun nutzen wir das Großzehengrundgelenk, was wir eben palpiert haben, am nackten Fuß und markieren diese Stelle direkt auf der Sohle. Das gleiche machen wir auf der Außenkante, auf dem Kleinzehengrundgelenk und markieren diesen Punkt genauso. Nun ziehen wir eine Gerade durch die beiden Punkte und markieren den Mittelpunkt auf dem Schuh. Und diesen Punkt ziehen wir quasi im 90-Grad-Winkel zur Fußspitze nach außen raus, um letztendlich genau den Verlauf der Pedalachse zu bekommen. Zunächst stellen wir jetzt die Raddaten ein. Zunächst die Kurbellänge. Das hat der Till 172,5 Kurbellänge. Dann die Kettenblattgröße. 53 und hinten nehmen wir das 12er Ritzel. Wir schauen uns jetzt grundsätzlich an, wie der Till auf dem Rad sitzt. Gucken uns die Schrittlänge an, beziehungsweise die Sitzhöhe. Schauen uns an, wie das Becken nachher arbeitet. Man sieht jetzt schon eine leichte Beckenrotation. Ja? Das Becken arbeitet relativ stark unter moderater Belastung. Schauen uns die Krümmung des Rückens an und vor allen Dingen den Schulter-Hals-Nackenbereich. Ja? Man sieht hier ganz klassisch, der Arm ist zwar leicht gebeugt, aber wir haben hier eine relativ starke Kompression im Trapezmuskel. Unter Belastung schauen wir uns auch das Iliosakralgelenk an. Wir schauen, wie viel Arbeit im Becken steckt. Und man sieht jetzt hier schon eine relativ starke Rotationsbelastung. Till, komm mal gerade mit dem rechten Bein zum unteren Todpunkt zum Stand und streck das Bein mal komplett aus. Relativ deutlich ist jetzt die Beckenrotation. Ja? Die rechte Beckenschaufel wird deutlich gegen die linke zum Boden gezogen. Deutlich ist aber auch, dass der Fuß absolut in der Waagerechten steht, ja? Parallel zum Boden. Das Bein komplett gestreckt. Dabei wird das Becken komplett nach unten gezogen. Der nächste neuralgische Punkt, den wir uns jetzt anschauen, ist der Nachsitz. Und dafür fixieren wir gleich das Kniegelenk und legen das Lot senkrecht runter auf die Pedalachse. Was man jetzt deutlich sieht beim Till, gut, er ist Triathlet, aber nun mal sitzt er jetzt auf dem Rennrad, relativ deutlich ist, dass das Lot deutlich vor der Pedalachse verläuft. Das Problem ist bei der ganzen Geschichte, dass der Knieanpressdruck auf bergigen Strecken relativ extrem ist. Was wir jetzt erreichen wollen, ist eigentlich, dass wir annähernd eine Rennradposition erreichen und die haben wir direkt auf den vom Kniegelenk direkt auf die Pedalachse. Das heißt, wir nehmen den Sattel jetzt erstmal zurück. Was wir nun gemacht haben ist, wir haben dem Till die Sattelstütze und die Sattelhöhe verändert, indem wir einfach 2, 3, 4 mm tiefer gegangen sind. Wie viel das genau ist, können wir nachher nachmessen, aber wichtig ist letztendlich, dass das Becken ruhig läuft. Das nächste, was wir gemacht haben, wir haben den Sattel auf der Sattelstütze nach hinten gezogen, um den Nachsitz zu vergrößern und den Knieanpressdruck ein bisschen zu entlasten. Und was wir nun kennen, ist letztendlich, dass das Lot genau durch die Pedalachse verläuft. Und auch hier achten wir darauf, dass das Becken wirklich ruhig bleibt unter Belastung. Was man jetzt sieht, die Beckenknochen sind absolut still. Man sieht das arbeitende Gewebe der Muskulatur. Und beim Till nur einen ganz, ganz kleinen prozentualen Anteil von Fett. Kommen wir mit dem rechten Bein nochmal zum unteren Todpunkt. Streck das Bein nochmal durch. Und nun sehen wir, bei durchgestreckten Beinen, dem Fuß parallel zum Boden, steht das Becken absolut in der Waagerechten. Wir haben keinerlei Rotation mehr.